Es ist der nächste große Auftritt von Monika Rathgeber. Etwa ein Jahr, nachdem sie in der Öffentlichkeit als zentrale Figur des Salzburger Finanzskandals bekannt wurde, präsentiert die ehemalige Budgetreferatsleiterin des Landes in einem Buch ihre Sicht der Vorgänge. Eigentlich hätte sie gar kein Buch schreiben wollen, sagt Rathgeber, sondern nur ihre Gedanken ordnen und zu Papier bringen. Weil ich selbst für mich eine Klarstellung machen wollte, wie das zustande gekommen war, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Und es war für mich so unfassbar, dass man das auch nicht in einigen paar Sätzen oder in ein paar Worten zusammenfassen kann, wie das möglich war, dass es hier in Salzburg zu diesem riesen Finanzskandal gekommen ist. Und meine Freunde und Bekannte haben mich alle bestärkt in der Richtung, dass ich das auch anderen Menschen zugänglich machen soll. Und aus dem heraus ist dann dieses Buch entstanden. Das Buch beginnt mit jener Pressekonferenz vom 6. Dezember letzten Jahres, als zum ersten Mal von Millionenverlusten des Landes gesprochen wurde. Und beschreibt dann die 9 Monate davor. Heute sieht Monika Rathgeber den Finanzskandal so. Für mich ist es ja eine Katastrophe, was hier passiert ist, auch mit dem Land und mit dem Ruf des Landes. Und ich sehe das schon immer noch in gewisser Weise, war ich auch zum Teil dafür verantwortlich. Und ich frage mich immer auch, welche Fehler habe ich gemacht und was hätte ich besser machen können. Und da werden Sie auch sehen, dass teilweise wahrscheinlich die Kommunikation nicht immer richtig gelaufen ist. Teilweise ist einfach zu wenig dokumentiert worden und auch schriftlich gemacht worden. Und das sind Dinge, die kann man im Nachhinein auch nicht mehr wahrscheinlich so einfach machen. Das Buch sei keine Abrechnung, sondern eher eine Warnung an andere Bedienstete der öffentlichen Hand, sagt Rathgeber. Ich habe es nicht geschrieben, um jetzt daraus ein Einkommen zu lukrieren, sondern eigentlich im Gegenteil, um auch die Chance zu erhalten, dass ich vor allen Dingen auch Kollegen in anderen Ministerien oder im Amt sage, was mir passiert ist und dass sie es vorbeugen sollen, dass sie anders handeln sollen, als ich damals gehandelt habe. Nicht in dem Bereich, nicht im Finanzbereich, aber jeder hat seinen Verantwortungsbereich und wenn es dann darum geht, dass es irgendwelche schlechte Nachrichten gibt, dann wird sehr leicht immer der Versuch unternommen, die Verantwortung auf eine Person oder auf wenige Personen vielleicht abzuwälzen. Wie es mit dir persönlich weitergehe, sei noch offen. Und ich hoffe, dass es für mich auch eine Zukunft gibt. Wird man sehen, wie die aussieht. Insofern hat auch der Skandal, wie er passiert ist, etwas Gutes, weil man natürlich auch sozusagen den Inhalt des Lebens und des eigenen Lebens hinterfragen kann. Und ich weiß noch nicht genau, was ich machen werde. Die ersten Monate waren so, dass ich hätte nicht arbeiten können. Da war ich unfähig, irgendwas zu arbeiten. Und jetzt muss ich mir überlegen, ob ich ganz etwas anderes mache oder im Finanzbereich bleibe.